Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Vorlesung Psychosomatik, ein jungianischer Zugang hier aus München nach Hamburg. Technische Möglichkeiten, die uns auch nachdenklich machen. Was hat sich eigentlich geändert durch diese Online-Kultur? Und wie war es früher in Corona-Zeiten, vor Corona-Zeiten vielmehr. Da gab ich meinen Patienten die Hand zu Beginn einer psychotherapeutischen Sitzung und zur Verabschiedung. Was ist das eigentlich, sich die Hand geben? Nun, da geht es um die Zwischenleiblichkeit, sagt Merleau-Ponty. Eine kurze Verbindung. Normalerweise fällt sie mir nicht auf oder ich kann den Händedruck verfehlen oder er ist zu fest oder zu lasch oder wie auch immer. Auf jeden Fall stellt Merleau-Ponty fest, dass die beiden Hände, wie er sagt, kompräsent oder koexistent sind. Sie gehören zu mir, zu meinem eigenen Leib, zu meinem eigenleiblichen Spüren. Und wenn ich dann der anderen Person die Hand gebe, dann ist es so, nehmen wir mal an, ich gebe mit der rechten die Hand, wie es Konvention ist, dann ist die linke für einen Moment Teil mit meiner Hand zusammen eines einzigen Leibes. Und das nennt er Zwischenleiblichkeit, Interkorporeität. Nun, das, was wir hier besprechen, hat sehr viel mit dieser Interkorporeität zu tun. Wir sind in einem Kontakt nicht nur als Funktionsträger, sondern in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Wie gesagt, im Moment durch die technischen Möglichkeiten doch einigermaßen entfremdet. Und der andere oder die andere präsentiert uns in diesem Kontakt, in dieser Zwischenleiblichkeit ein Symptom. Meistens ein körperliches Symptom, aber mit seelischen Begleiterscheinungen. Und das ist, sagt Jochen Küchenhoff, wie ein beredter oder stummer Kommentar zu der Inszenierung, in der wir uns befinden, oder auch die Verweigerung oder die Erschwerung dieses Kommentars. Und wir haben es jetzt mit einem Problem zu tun, einem psychosomatischen Problem, das wir nicht so einfach lösen können. Das Wort Problem heißt ja, etwas wird nach vorne geworfen. Es kommt genauso wie Symbol vom griechischen Ballen werfen, also etwas wird nach vorne geworfen und ist jetzt ein Hindernis, fällt mir vor die Füße oder auf die Füße oder stellt sich mir in den Weg und ich möchte es lösen. Das ist auch das medizinische System, das immer Probleme definiert, um sie zu lösen. Und ich sage Ihnen gleich am Anfang, es geht hier nicht darum, dass sich einfach alle Probleme auflösen, psychosomatische Art, sondern dass wir vom Problem zum Symbol kommen. Dieser Begriff Psychosomatik, der uns da bewegt, ist noch nicht sehr alt. Es ist ein griechisches Kunstwort, eben aus Psyche, Atem, Seele, Schmetterling. Vor allem die Totenseele, den Menschen verlässt beim Tod, und Soma, die Leiche, das, was übrig bleibt. Und dieser Medizinstudent 1784 hat daraus das Wort Psychosomatik gemacht. Wahrscheinlich einer der frühen Zeugen für dieses Wort. Aber das Wort ist so merkwürdig. Adolf Busch, ein Schriftsteller, sagt, ja, was soll das denn eigentlich, dieser Wortzwitter? Es ist ein Selbstheilungsversuch der Schulmedizin. Aber es ist doch erstaunlich für den Laien, wie schwer in der Medizin das Selbstverständliche zu machen ist, die Behandlung der Krankheit als eines Ganzen, als Äußerung eines Menschen. Und ein bisschen weiter unten freilich sind den Ärzten, die sich in der Psychosomatik unterrichtet haben, die Grenzen dessen bewusst, was sie tun können. Vielleicht zum ersten Mal schmerzlich bewusst.
Mit dem Feingefühl des Dichters legt Muschk hier den Finger in die Wunde. Der Wortzwitter ist ein Selbstheilungsversuch der Medizin. Und wir haben hier ein Problem, das Viktor von Weizsäcker in die Metapher der Drehtür kleidet. Der Arzt ist entweder im Raum der objektivierenden Beschreibung und Beeinflussung der Biologie, also einer objektivierenden medizinischen Wissenschaft, oder in einem verstehenden, hermeneutischen Raum der Patientenbiografie. Und wie es bei einer Drehtür so ist, das ist kein Ort, wo Sie sich lange aufhalten können. Und Sie müssen jeweils in einem oder im anderen Raum sein. Insofern werden Sie nie Psyche vollständig in Soma und Soma vollständig in Psyche übersetzen können. Und das Wichtige ist nun, dass wir angesichts dieser Drehtür das Problem der Psychosomatik aus ärztlicher Sicht sehen. Also das wäre dieses Objektivierende. Und wenn wir als Psychotherapeutinnen, Psychoanalytiker arbeiten in der Medizin, haben wir daran irgendwie Anteil. Aber wir sind eben auch für das Verstehen zuständig. Und ganz, ganz entscheidend, es geht auch um die Sicht des Patienten, die wir jeweils beherzigen müssen, weil es ja um einen Dialog geht. Hier ein Beispiel, schon ein bisschen älter, ein Patient mit funktionellen Unterbauchbeschwerden. Ich verstehe nicht, warum man im Krankenhaus nichts gefunden hat. Ich stelle mir vor, es muss doch irgendwie eine organische Ursache dafür geben. Mir geht es ja sonst sehr gut. Ich habe eine sehr schöne Wohnung. Ich lebe mit meiner Freundin da. Ich bin froh mit ihr. Ich will mit ihr zusammen Kinder haben, eine Familie gründen. Ich habe auch sehr nette Eltern. Also Normalität, geradezu eine Normopathie, ein Leiden unter der Normalität. Oft mit viel Drama sagen Herr Zepf und Frau Bothe, geborene Weidenhammer. Aber immer auch mit dieser Suche nach der Kausalität. Es muss doch eine Ursache geben. Und da trifft sich dann oft der Diskurs des Patienten mit diesem medizinisch beschreibenden Diskurs. Ja, was ist eigentlich Psychosomatik? Ein Schema, um Sie am Anfang der Vorlesung ein wenig zu verwirren, damit zu konfrontieren, dass dieser Wortzwitter, dieses Kompositum psychosomatisch, alles andere als eindeutig ist. Die Nummer eins, nebeneinander körperliche Störung und seelische Störung, ist in der Medizin eine sehr übliche Denke. Ein Patient hat Läuse und Flöhe, warum nicht eine F, wie Friedrich-Diagnose, aus der ICD hinzufügen. Aber dann gibt es die Suche nach der Kausalität bei der Nummer 2, vielleicht eine gemeinsame Verursachung der körperlichen Störung und der seelischen Störung. Auch das nennt man Psychosomatik, ja, wenn diese beiden Teilaspekte, so wie wir uns erleben als Menschen, eine gemeinsame Ursache haben. Dann aus der körperlichen Störung wird eine seelische. Da drehen wir das Wort gern um und sagen nicht psychosomatisch, sondern somatopsychisch oder psychoreaktiv. Denken Sie an die Psychokardiologie, ja, all die Störungen, Beschwerden, vor allem depressiver Art, die Menschen nach einem Herzinfarkt haben, oder an die Psychoonkologie, also die psychotherapeutische Mitbehandlung in der Tumorheilkunde. Und jetzt bei der Nummer 4 kommen wir zu dem, was Freud den rätselhaften Sprung vom Seelischen ins Körperliche genannt hat, mit seinem berühmten Konversionsmodell, also dass es möglich ist, dass ein unbewusster Konflikt symbolisiert wird, sich zeigt, in einer Lähmung, in einer Blindheit, was auch immer. 5 und 6
sind verursacht durch uns, die Therapeutinnen und Therapeuten, also iatrogen. Entweder jemand bekommt eine seelische Störung, sagen wir mal durch eine Psychotherapie, wird retraumatisiert, was auch immer. Oder auch er bekommt Medikamente, möglicherweise zu viele Medikamente und hat dann die sogenannten Nebenwirkungen. 7 ist die berühmte F54, psychologische oder Verhaltensfaktoren bei anderen ortsklassifizierten Krankheiten. Wir können da auch an die Sucht denken, denn in der Tat sind es Verhaltensweisen aufgrund einer seelischen Störung, die zu einer Sucht führen und dann erhebliche körperliche Störungen auch nach sich ziehen können. Und last but not least 8, ganz, ganz wichtig, die sogenannte Ausschlussdiagnose. Wir finden nichts, wir haben oft untersucht, immer wieder untersucht, es muss wohl psychosomatisch sein. Und unser Bemühen in der Lehre, schon im Medizinstudium vor allem, ist es, den jungen Leuten beizubringen, es geht hier nicht um eine Ausschlussdiagnostik, sondern es geht darum, positiv zu diagnostizieren, zu beschreiben, zu verstehen, was wir psychosomatisch nennen. Die Seele, ein Wort, was jetzt schon öfter aufgetaucht ist als Psyche, wurde aus den meisten Wissenschaften ausgetrieben, sodass man sogar von einer Psychologie ohne Seele spricht. Und doch ist die Seele das Wertvolle, Unaufgebbare am Menschen. Und auch wenn der wissenschaftliche Mainstream alles, was uns wichtig ist als Seele, naturalistisch ausschaltet und uns nur reduziert auf die Materie, auf den Körper, also auf den eigenen Leib, der zum Körper, zum Objekt gemacht wird, dann haben wir doch unaufgebbar dieses Seelische und ganz wichtig, all der Materialismus und Reduktionismus sieht etwas Richtiges, weil das Seelische aus dem Leiblichen entsteht. Jetzt mache ich mal eine erste Pause, um mal zu schauen, ob Sie was fragen wollen oder bemerken wollen. Dann ist das gerne möglich. Den Chat können Sie auch benutzen. Wie gesagt, wenn Sie wollen, dass es alle lesen, dann bitte ankreuzen, alle Diskussionsteilnehmer und Zuhörer. Im Moment gibt es noch keine Fragen, dann schauen wir mal weiter. Ja, die Seele beginnt im Leib mit Joyce McDougall. Das Seelenleben beginnt mit einem Erlebnis des Verschmolzenseins, welches zu dem Phantasma führt, dass es für 2 Personen nur einen Körper und eine Psyche gibt, dass sie also eine untrennbare Einheit bilden. Mund und Brust gehören zusammen und nach dieser psychoanalytischen Entwicklungspsychologie differenzieren sie sich erst allmählich. Der Säugling, das Baby, beginnt sich selber am anderen, an der anderen vor allem, an der Mutter zu erleben. Und die Frage nach dem Unterschied und der Verschiedenheit von Psyche und Soma bekommt damit eine erste entwicklungspsychologische oder eigentlich eher entwicklungssomatologische Antwort. Mutter und Kind gehören zusammen wie Mund und Brust. Und zwar schreitet die Trennung, die vor allem mit der Geburt begonnen hat, fort. Es entstehen 2 Personen, wie es hier in diesem kurzen Zitat von Joyce McDougall heißt. Aber diese Trennung der Personen wird gleichzeitig
als eine Untrennbarkeit erlebt. Ja, wir sind untrennbar, wir bilden eine Einheit und wir sind beide Leib und Seele. Hier also das Richtige an der Rede von der Ganzheit, Holismus, Ganzheitlichkeit, Begriffe, die Sie oft hören und die manchmal diesem Begriff der Psychosomatik entgegengesetzt werden. Aber es geht eben um beides, um die Einheit und um die Differenzierung. Und diese Differenzierung kann man mit Kutter und Griese auch gut als eine psychosomatische Triangulierung beschreiben. Es entsteht im Kind eine erste mütterliche Selbstobjektrepräsentanz und dann eine Selbstrepräsentanz und eine Körperrepräsentanz. Und diese drei differenzierten Pole gehören zur gesunden Entwicklung. Die anfängliche ungeschiedene psychosomatische Matrix des Kindes, ganz oben in meiner Abbildung, ist also unabhängig und die Voraussetzung dafür, dass sich eine psychosomatische Basisorganisation überhaupt bilden kann. Also es geht mit einer Einheit los, einer erlebten Einheit, freilich in dieser Gebrochenheit, von der ich gesprochen habe, dass sehr früh auch die Erfahrung des Getrenntseins, der Kälte, der Frustration und dergleichen kommt, aber eben die Erfüllung der Bedürfnisse zwar außen erlebt wird, aber gleichzeitig etwas Inneres ist. Und das Erste von dem, was wir auch seelisch nennen, sind Sinneswahrnehmungen, die uns wiederum vermittelt werden durch die primären Bezugspersonen. Mit Carl Gustav Jung, und wir wollen ja einen jungianischen Zugang hier vorbereiten in der Psychosomatik, können wir von einer frühen Empfindungsfunktion sprechen, die sowohl introvertiert ist, also nach innen gehend, also dieses Scannen, bin ich satt, bin ich hungrig, bin ich gespannt, habe ich Schmerzen, habe ich die Windel voll und so weiter. Also das wäre die introvertierte Empfindung, als auch extravertiert. Und dieses frühe eigenleibliche Spüren ist auf die Vermittlung von Bezugspersonen angewiesen. Mit dem Psychoanalytiker Wilfried Bion können wir auch von einer Proto-Mentalität sprechen, also einer Form, Vorform des Psychischen, die über die Sinne kommt. Also proto-mentale Empfindung nennt Bion in der im eigenen Terminologie auch Beta-Elemente, die noch keine Bedeutung haben, noch nicht sprachlich irgendwie sind, also auch noch nicht bewertet, sondern die namenlose Erfahrung von Druck oder Erleichterung, Bedrängung, Enge oder Weite sind und die erst langsam, und dazu braucht es eben die primären Bezugspersonen, umgewandelt werden in Alpha-Elemente, also Wahrnehmungen, die eine Bedeutung haben und die dann später auch eine Sprache haben werden, auch mit Gefühlen unterlegt sein werden. Ja, denn aus diesen frühen leiblichen Erfahrungen, aus diesen frühen eigenleiblichen Spüren werden dann auch die Affekte. Und hier haben wir jetzt wieder im Einklang mit dem, was Küchenhoff und Arevalla schreiben, diese Zweiheit von Körper haben und Leib sein. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern das wechselt sich ab. Ich erlebe also als kleines Kind in meiner Umgebung erlebe ich Stofftier und Rasselchen, genauso wie die eigenen Hände und die eigenen Füße. Also ich kann Teile von mir selbst
als Gegenstände wahrnehmen, die mir in die Wiege gelegt worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Stoff, die haben und Fuß haben, oder allgemein gesprochen Körper haben, sind etwas anderes als Rasselchen oder Teddybär haben. Und das nennt dann die Philosophie das Leibsein im Unterschied zum Körper haben. Also das Erleben, dass ich eine eigene Mitte habe, aus der heraus ich mich bewege und auch diese einzelnen Teile, die so zu mir gehören, bewegen kann. Mit Hermann Schmitz, Kieler Philosoph, können wir auch sagen, es tauchen Leibesinseln in der Gegend des Körpers oder des Kinderwagens auf. Also plötzlich ist eine Zone da, die mit einem vorbewussten Spüren wahrgenommen wird und eben anders wahrgenommen wird als das Gasselchen oder der Teddybär, gewissermaßen von innen und von außen wahrgenommen werden. Also wenn ich mich selber zwicke, dann zwicke ich mich von außen, wie ich auch hier mein Handy anfassen könnte, aber gleichzeitig kommt da ein inneres Spüren dazu, eine Meinhaftigkeit. Wir können das auch mit Max Schur als das Entstehen von frühen Affekterfahrungen sehen, also Spannung, Entspannung, Druck, Befriedigung und so weiter, die allmählich, wie Max Schur sagt, desomatisiert werden. Ja, also sie werden losgelöst von ihrem körperlichen Ursprung und sie werden damit zu mentalen Gefühlen von Angst, Freude, Lust, Überraschung, was immer das sein mag. Also desomatisiert. Und hier wieder, das ist ein Wechselverhältnis. Es gibt jeweils in unserer Entwicklung diese Desomatisierung, die dazu führt, dass wir etwas fühlen und sagen können, ich bin nicht gut drauf, ich bin traurig oder ich ärgere mich über dich oder was auch immer. Und dann auch wieder diese Resomatisierung, dass dasselbe, also zum Beispiel, ich habe einen Hals, ja, und dann so ein Kloß im Hals dann plötzlich zu einem Symptom im Extremfall werden kann, dass ich mit Schluckbeschwerden herumlaufe. Also Resomatisierung und Desomatisierung sind keine Einbahnstraßen und nicht nur in den pathologischen Zuständen des Erwachsenenalters, sondern schon in diesem sehr frühen Stadium spielen beide Bewegungen eine Rolle, also Umwandlung von leiblichem Erleben in seelisches und von seelisches in körperliches. Und nun habe ich ja gesagt, dass die Mutter so wichtig ist für die Verwandlung von bedeutungslosen Beta-Elementen, also irgendwelchen Spannungen, Empfindungen und so weiter in Sprache. Also dass sie sich auch so verhält, zum Beispiel merkt, das Kind hat Schmerzen oder ist unruhig oder braucht Hunger oder braucht die Brust oder hat die Windel voll oder was auch immer. Und die Mutter antwortet darauf nicht wie eine Maschine, indem sie das so wiederholt, sondern wie Fonagy und die Spezialisten des Mentalisierens in der Tradition von Bion übrigens sagen, sie gibt es mit einer emotionalen Note zurück, markiert, damit das Kind nicht maschinell gespiegelt ist, sondern schon diesen Ich-Du-Unterschied daran merkt, ja, weil es von der Mutter anders zurückkommt, nicht einfach wie ein Echo, sondern mit einer kleinen, humorvollen, möglicherweise Veränderung, die Eigenes des Kindes mit dem Mütterlichen zusammenbringt und damit auch unterscheiden lehrt. Und so wird psychosomatische Triangulierung möglich. Das ist dann eine Erfahrung von Zwischenleiblichkeit, vor allem zwischen Mutter und Kind oder allgemeiner zwischen Bezugspersonen und dem Kind. Und dann können sich diese Vorstellungen von mir selbst, Körper selbst entwickeln und innere Objekte, also sowohl Vorstellung von der Mutter als dann auch Vorstellung von mir selbst, Selbstrepräsentanz bilden.
Jetzt eine Abbildung, die ein bisschen komplizierter ist, aber die dasselbe noch einmal aufgreift. Das liest man jetzt von unten nach oben. Also wir haben die Basisorganisation, Organ, Objekteinheiten und dann bildet sich allmählich das Körper selbst, das innere Objekt, eine Vorstellung vom äußeren Objekt. Und da sehen Sie, wie wichtig bei diesem primären äußeren Objekt das Containing ist, also mit Biron gesprochen, die Alpha-Funktion, die Umwandlung des bedeutungslosen noch oder noch nicht sprachfähigen Empfindens in Sprache und später dann auch in Symbole. Und das ist nun wichtig für die Entwicklung der Repräsentanzenwelt, also der Art, wie ich mich selber erlebe und so eine Vorstellung von mir habe, also irgendwie rund oder gestört oder es zwickt irgendwo oder ich bin nicht zufrieden mit mir, fühle mich zu dick oder zu dünn, was immer das sein mag, oder zu alt oder zu jung, oder in meiner Männlichkeit oder Weiblichkeit mehr oder minder gesichert. All das sind diese Selbstrepräsentationen und dann auch die Objektrepräsentation. Und das geht nun, wie Sie in dieser linken Spalte sehen, in einzelnen Schritten. Also erst einmal subsymbolisch, da sind wir noch ganz bei diesen Beta-Elementen. Da ist noch nichts von Sprache. Und es gibt eine symbolische Repräsentation vor der Sprache, zum Beispiel so ab dem 9. Lebensmonat ungefähr in dieser Joint Attention, diesem Zeigen auf etwas anderes und gemeinsam dann entwickelt sich aus dem Zeigen eines Objektes, dem gemeinsamen Wahrnehmen auch ein Zeichen. Und das ist dann eben das Verbale mit dem Sprachelernen, dass die Sprache dazu dient, all das, was wir jetzt sehr schnell zusammengefasst gesehen haben, auch auszudrücken. Niemals ideal, niemals vollständig übersetzend von der psychosomatischen Basisorganisation in unser symbolisches Denken, aber doch so, dass wir in einem gewissen Einklang sind. Ja, psychosomatische Triangulierung heißt Differenzierung zwischen Körperrepräsentanz, Selbstrepräsentanz und mütterlicher Selbstobjektrepräsentanz. Und wenn das gelingt, dann werden sich diese Repräsentanzen entwickeln und es wird möglich sein, auch dass eine Differenzierung geschieht zwischen Mutter und Kind. Aber was ist, wenn das nicht so gelingt? Nun, ein erster Fall ist selbst ohne Körper. Ja, da kolonisiert die Mutter einzelne Organe. Das kann im Leben relativ lange so weitergehen. Ja. Die Mutter fühlt sich verantwortlich für die Gesundheit des Kindes, für den gesamten Körper, den sie sozusagen überwacht und kontrolliert oder auch nur für einzelne Teile, so wie Horst-Ebert Richter das gesagt hat, in Bezug auf die Herzneurose, was die Mutter übel genommen hat, nimmt jetzt das Herz übel. Ja. Das ist dann auf der nächsten Folie sehr deutlich. Also das ist eine Flucht in den Körper. Ja. Selbstrepräsentanz und Körperrepräsentanz sind nicht mehr richtig differenziert. Also ich falle zusammen mit dem Körper, der mir vielleicht wehtut oder der versagt oder ich habe Angst, er könnte zu versagen, siehe Herzangstneurose. Und ich bilde eine quasi Symbiose mit diesem eigenen Körper. Aber ich kann mich dann auch nicht mehr frei in ihm bewegen, eben aus meiner Mitte heraus, sondern er wird dann auch zu einem eigenen Objekt gemacht, um das ich mich kümmere, zum Beispiel in der Hypochondrie oder in gewisser Weise auch im selbstverletzenden Verhalten. Und das ist getrennt von dieser mütterlichen Selbstobjektrepräsentanz. Das wäre die zweite Möglichkeit, dieses Scheitern der psychosomatischen Triangulierung.
Und in diesem zweiten Fall hat es dann Konsequenzen für die Repräsentanzenwelt. Die verbal-symbolische Ebene wird nicht erreicht oder wieder verloren. Eben durch die von Max Schur beschriebene Resomatisierung, die Umwandlung von somatischen Beta-Elementen wie Schmerz, Druck, Schwere in Alpha-Elemente gelingt nicht. Noch ein kompliziertes Thema, Schema, soll hier dieses Scheitern der Repräsentation andeuten. Ja? Also die nonverbale, symbolische und die verbal-symbolische Ebene wird nicht erreicht, wenn sich die Betroffenen innerhalb eines bestimmten Organsystems nur verhalten, zum Beispiel in der Sorge ihr Herz und es nicht zu diesen weiteren Differenzierungen kommt, also zu einem Handeln, zu einer der Möglichkeit, Objektbeziehung, also Greifebeziehung zu anderen Menschen aufzunehmen, weil ich ganz befangen und gefangen bin in dieser Verschmelzung mit meinem eigenen Leib. Und das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden aus der Sicht der analytischen Psychologie, also der Jungschen Psychologie, unter diesem Thema Trennung der Ureinheit verdeutlichen. Mache aber wieder eine kurze Pause, um zu sehen, ob es Fragen gibt oder ja, die gibt es. Inwieweit spielt Schuld bei Psychosomatik eine Rolle? In dem Moment, wo etwas Körperliches auftritt, ist der Patient ja vermeintlich nicht für sein Leiden verantwortlich. Ja, also wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie sagen, das entlastet auch dieses Somatisieren, weil das ja nicht von mir kommt. Ja. Wobei es hängt sehr von der Zuschreibung, von der Attribution durch die Patienten ab. Es gibt auch Patienten, die sich selber für ihre körperlichen Symptome verantwortlich machen. Und das kann sogar eine Ressource sein. Mich hat sehr beeindruckt eine Mammakarzinom-Patientin, die mir sagte, ich weiß schon, warum ich Hirnmetastasen habe. Ich habe zu viel nachgedacht. Ja, das wäre so eine Selbstzuschreibung, die versucht, sich das Verhängnis oder diese schwierige Situation, zerebrale Metastasen entwickelt zu haben, zu erklären, aber in dem Fall durch eine Selbstbezichtigung, wenn man so will. Ja, ich gebe Ihnen, ja, Sie können was sagen, Herr oder Frau Rose? Sie müssen Ihr Mikro anmachen. Und Frau Wiegel kann auch was sagen. Bitte schön. Audio ein. Das funktioniert noch nicht so ganz. Bitte um Entschuldigung, aber wir kriegen das hin. Also wenn Sie was sagen wollen, Laura, müssten Sie Ihr Mikro aktivieren. Meinerseits habe ich es eingeschaltet. Sonst. Ja, ich wollte gar nichts sagen. Ach so, okay. Weil Sie haben Ihre Hand hochgehoben, digital. Ich habe da gar nichts geklickt. Ich bin tatsächlich okay. Auf meinen Computer gar nicht komisch. Ja, ja, ist nicht schlimm. Und bei Herrn oder Frau Basis-Rose ist das auch so oder wollten Sie was fragen oder sagen? Audio ein. Hätten Sie eventuell ein Fallbeispiel für der gescheiterten triangulären Fallen selbst ohne Körper? Ja. Ich gehe noch mal kurz zurück.
Also es gibt, glaube ich, eher zu viele als zu wenige Fallbeispiele. Ich denke jetzt, mir fällt als erstes die Anorexia nervosa ein, wo sie häufig hinter diesem zwanghaften Fasten und nicht essen wollen und nur für die anderen kochen wollen, einen Versuch haben, dieser mütterlichen Fürsorge zu entkommen. Ja? Und also, wenn Sie so wollen, dieser Kolonisierung, das ist dann auch therapeutisch sehr schwierig, weil die Pflegepersonen auf einer Station oder in einer Psychotherapie werden plötzlich als kontrollierende mütterliche Personen erlebt, die also fürs Wiegen zuständig sind oder die sagen, jetzt müssen sie aber was essen, sonst müssen wir sie auf die Intensivstation legen und dergleichen. Und da jetzt langsam diesen, sind meistens junge Frauen, diesen Patientinnen zu helfen, ja, sich selber im eigenen, in der eigenen Entwicklung, eigenen Frau sein, eigen Gewicht und so weiter wahrzunehmen. Das ist dann das Ziel und das sollte eben nicht in einer neuen Abhängigkeit und Bemutterung geschehen. Ja, Trennung der Ureinheit. Was ich eben sagte, ist eben eine Gefahr, nämlich dass es zu einer Abhängigkeit von Ärzten und Pflegepersonen kommt, die sich um den Körper kümmern. Und man hat dann eine Wiederauflage der Dynamik der frühen psychosomatischen Triangulierung. Das heißt, nochmal ein Beispiel der Anorexia nervosa. Die Patienten, oder es gibt ja auch männliche, selten aber männliche Anorexie, muss lernen, für sich selber verantwortlich zu werden und nicht diese Pseudo-Unabhängigkeit, ich bin noch total fit und jogge und bin leistungsfähig und intelligent und brauche überhaupt nichts, sondern ja, das, was ich brauche, selber zu spüren. Ja? Und deshalb geht es speziell in der Adoleszenz um eine zweite Triangulierung, wo durch die Veränderungen, die vorgehen, also die Veränderung der Pubertät beim Mädchen, die Menarche, die Brust, die wächst und so weiter, das weiblicher werden, auch wieder als etwas Eigenes, Unabhängiges von der Mutter anzunehmen und in gewisser Weise auch neben dem eigenen Selbst stehen, nicht abgespalten, aber differenziert davon, weil dieses eigene Selbst da gewissermaßen die Kontinuität mit der Kindheit bildet, so wie auch das, was der eigene Leib ist, trotz aller Veränderungen auch eine Kontinuität bildet. Und die dritte Triangulierung, hier wird es jetzt bei Grieser ganz spirituell, wenn die Seele eine Metapher oder Transformation des Selbst den Körper verlässt, die Fürsorge für den Körper fällt wieder, wie in der Kindheit, der frühen Kindheit, anderen, den Pflegepersonen zu, während das Selbst oder die Seele im Prozess des Alterns und Sterbens seine Dimensionalität verändert und sich in dieser Transformation, wenn man sich dies so optimistisch vorzustellen vermag, ein letztes Mal auf etwas Neues hinwirkt. Also das Sterben als eine neue Art der Triangulierung. Der Autor, mit dem ich nun arbeiten möchte, war, wie er selber sagte, ein preußischer Jude, der nach Palästina emigrierte in den 30er Jahren, leider sehr früh gestorben ist, Philosoph, Arzt, Psychologe, Psychoanalytiker, einer der bedeutendsten Mitarbeiter, man kann schlecht sagen Schüler, weil er selber zu genial ist, Jungs. Und Erich Neumann beschreibt in seiner Art und Weise die verschiedenen Phasen. Zunächst einmal geht er mit Portmann davon aus, dass sich extrauterin die embryonale Zeit verlängert. Das Körperselbst als Vorläufer des individuellen Selbst ist lange Zeit überlagert
vom Selbst der Mutter, auf die es gleichwohl angewiesen ist, weil die Mutter die Welt und das sich individuierende Selbst repräsentiert. Wörtlich dieser posthum erschienenen Arbeit Das Kind für den Embryo ist der Leib der Mutter nicht nur die Welt, in welcher das Kind faktisch lebt, ohne mit einem kontrollierend wahrnehmenden Bewusstsein begabt und in einem Ich zentriert zu sein, sondern seine Situation ist auch dadurch charakterisiert, dass die Ganzheitsregulation des Eigenorganismus, dessen Mitte wir unter dem Symbol des Körpers selbst zusammenfassen, vom Selbst der Mutter gewissermaßen überlagert wird. Und es dauert eine ganze Weile. Ja? Die Triangulierung geschieht nicht einfach mit der Geburt, sondern in diesem extrauterinen Frühjahr, wie Portmann das nannte. Und wir haben nun der nächste Paragraph, die Selbstentfaltung. Das Embryo steht unter dem Eigengesetz des individuellen Selbst mit all den Faktoren, die man konstitutionell und individuell bezeichnet. Aber diese automorphe, also Autos, selbstgestaltige Entwicklung, ist in die Fremdwirklichkeit des Mütterlichen eingebaut, also in eine Differenz. Ja, das ist die Zwischenleiblichkeit. Es ist eine Einheit, die sich langsam differenziert und wo Fremdes und Eigenes ständig sich abwechseln. Und das ist für den Embryo als übergeordnete Wirklichkeit wirksam. Erst mit dem Abschluss der postuterinen Embryonalphase ist auch die volle Etablierung der Instanz nachweisbar, welche die analytische Psychologie als individuelles Selbst bezeichnet. Eine andere jungianische Autorin, Mara Sidoli, spricht davon, dass der Körper ein Container, also ein Behälter für Bedeutung sein kann und ein Sprecher, ja, anstelle meiner selbst, ja, spricht mein Körper. Und das ist wieder ein Beispiel für die Flucht in den Körper. Resomatisiert muss Seelisches auf einer körperlichen Bühne dargestellt werden. Und es fehlt dann eben die übersetzende Beta-Elemente in Alpha-Elemente verwandelnde, entgiftende, transformierende Mutter. Und das ist dann eine gewissermaßen liegen gebliebene Entwicklungsaufgabe, die sich ganz stark bei somatisierenden Patienten zeigt und die wie eine Aufgabe an uns ist, auch an uns Psychotherapeuten, dass wir dieses Beziehungsangebot und möglicherweise auch die Verweigerung, die da liegt, annehmen und helfen, es zu verwandeln. Ja, nun dieses frühe Selbst. Neumann wieder, die früheste biologisch fundierte Manifestation des Selbst ist von uns als Körper selbst bezeichnet worden. Es ist die mit der Geburt erscheinende, von der Einbettung in den mütterlichen Körper losgelöste, abgegrenzte, einmalige Ganzheit des Individuums, die mit der biopsychischen Einheit des Körpers gegeben ist. Deshalb lege ich so Wert darauf zu sagen, das Seelische beginnt im Leiblichen. Margret Mahler hat es als psychische Geburt des Menschen auch bezeichnet, ja, dieses Hatching, dieses Schlüpfen. Und wir haben erst eine Einheitswirklichkeit, so der Ausdruck Neumanns. Das ist wirklich eine psychosomatische Wirklichkeit, also mit Leib und Seele. Und daraus entsteht dann durch Trennung ohne Spaltung des Selbst auch das, was wir in der analytischen Psychologie das Ich nennen. Ja? Das Ich ist, geht aus dem Selbst hervor und ist dann die Mitte, das Zentrum und des Bewusstseinsfeldes. Aber wir haben das gewissermaßen aus der frühen Muttererfahrung und sind auch immer, Neumann spricht von der Ich-Selbst-Achse, auf dieses frühe Selbst hingeordnet, das wir unser ganzes Leben lang suchen, um es dann gewissermaßen ganz am Schluss, wenn Sie so wollen, in dieser letzten Triangulierung des Sterbens zu finden oder auch in anderen Erfahrungen der
des Ganzseins oder der Ausrichtung auf einen Ordnungssinn, den unser Leben hat. Also da gibt es eine Vor-Ich-Zeit, wo dieses Ich noch nicht aus dem Selbst geschlüpft ist, in der sowohl, ich zitiere den Paragraph 17, das Bewusstsein, wie das Ich sich erst in Entwicklung befindet, ist auch die an die Entwicklung des Ich-Bewusstseins gebundene polarisierte Erfahrung der Welt mit ihrer Subjekt-Objekt-Trennung noch nicht vorhanden. Sehr, sehr wichtig, ja, weil wir gehen ja meistens davon aus, dass wir Subjekt und Objekt trennen, vor allem in der Wissenschaft. Das ist in dem frühen Erleben eben noch nicht gegeben. Weiter im Text, diese in jedem Individuum lebendige Kindheitserfahrung, also auch bei uns Erwachsenen immer noch lebendige, ist die ontogenetische Verwirklichung der ursprünglichen Einheitswirklichkeit, in welcher die Partialwelten von außen und innen, Objektwelt und Psyche nicht existieren. Psychosomatische Matrix, haben wir vorhin gesagt. Das Kind ist in der nachgeburtlichen Embryonalzeit der Urbeziehung, obgleich schon als Körper geboren, in der Mutter enthalten. In dieser Phase besteht eine primäre Einheit von Mutter und Kind, aus der sich das kindliche Individuum erst in sein zu sich selbst kommen als ein Subjekt entwickelt, das einer Du-Objektwelt gegenübersteht. Ja, die Mutter, die die Welt sagt, Neumann, ist immer Mutterwelt. Ja, sogar, also in diesem ganz leiblichen Sinne, und er zitiert dann auch Melanie Klein, die mannigfaltigen Dinge sind innerhalb des Körpers der Mutter gelegen, also all diese Gegenstände. Die ganze Welt ist gewissermaßen die Mutter, weil die Mutter mir die Welt repräsentiert und als erstes zeigt. Und dieser Teil wird zum Begriff der ganzen Person als eines Objektes und symbolisiert gleichzeitig die äußere Welt und die Wirklichkeit. Dann ist sie auf die Körper-Gefäß-Weltgleichung gestoßen, von der wir sprechen. Also unser Körper, der eigene Leib, wird in der Einheitswirklichkeit erstmal gleichgesetzt mit allem anderen. Es ist so eine Urerfahrung, die wir brauchen, um dann differenzieren zu können. Deshalb müssen wir uns bei der Lösung des psychosomatischen Problems davor hüten, einfach auf den Pol Ganzheit zu setzen oder nur auf den Pol Körper oder Seele, also eine Spaltung zu machen, sondern wir müssen in einer guten Weise die Triangulierung im Auge behalten. Und das zeigt Neumann interessanterweise an der Reinlichkeitserziehung. Die ersten Phasen dieser Über-Ich-Bildung, schreibt er, erfolgen noch innerhalb der positiven Urbeziehung, in der das Selbst der Mutter und das ihr nachfolgende Ich des Kindes integral sind, sodass die wertende Instanz des Über-Ich in keinen Gegensatz zum Selbst oder zum Körper selbst des Kindes gerät. Die Integrierung durch die Mutter führt so in der Urbeziehung ohne Schwierigkeiten zum Annehmen von ersten Kulturwerten durch das Kind. Also er spricht ja schon ganz, ganz früh von der Kultur, also die von der Mutter kommt. Denn die Reinlichkeit und die mit ihr verbundene Körper- und Weltpolarisierung in Gut und Böse bildet eine wesentliche Grundlage jeder Kultur. Deswegen hat die Sprache ja die gleichen Begriffe für die Bezeichnung des Körpers wie für den ethisch-religiösen Bereich, nämlich rein und unrein, erlaubt und unerlaubt gilt. Und die Reinigungszeremonien aller Religionen sind zunächst wie die Waschung nicht solche der Seele, sondern des Körpers. Also können wir denken an das, was ein gläubiger Muslim beim Betreten einer Moschee vornimmt an Reinigung, oder denken Sie an katholische Kirchen und das Weihwasser, was in Corona-Zeiten ersetzt ist, vielerorts durch einen Desinfektionsmittelspender. Und ob das ist etwas Äußerliches, es macht etwas mit unserer Seele und betrifft den Leib, ist aber die grundlegende Metapher für die Reinheit der Seele, das heißt für die seelische Fähigkeit, Werte zu unterscheiden. Ich mache wieder mal eine kleine Pause, um zu schauen, ob Sie Fragen haben.
Moment. Oh. Sorry, das habe ich nicht gemerkt. Die Folien sind nicht mehr sichtbar. Das war keine Absicht, sondern das war mein Fehler. Kann ich aber nachreichen. Also, ich habe vorhin, als ich übergegangen bin von der letzten Frage zu den Folien, die ist das Freigeben nicht gut genug gemacht. Also ich zeige Ihnen nochmal die letzte Folie. Ich möchte jetzt nicht alle nochmal wiederholen. Ja, Triangulierung als Reinlichkeit, also diesen Text von Neumann kann ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen. Den gibt es als freies PDF. Finden Sie auch im Netz, wenn Sie wollen. Unter der Adresse Opus Magnum finden Sie Schriften von Erich Neumann. Ja, nun, die Trennung als ein wesentliches Moment der Entwicklung, eben die Auftrennung dieser ursprünglichen Einheit. Und Jungianer werden Sie merken, wenn Sie sich damit beschäftigen, einige haben eine Schwäche für die Alchemie, so auch Wolfgang Giegerich am Anfang der alchemistischen Psychotherapie steht eine Scheidung, also wie die Alchemisten eben die Stoffe behandelt haben, die haben Materie behandelt, Somatisches, um damit Seelisches zu verändern. Ja? Also die Alchemie ist ein wichtiges Modell für Psychosomatik, ein historisches Modell. Scheidung nicht nur im Sinne einer theoretischen Unterscheidung, sondern als die einschneidende Operation der Separatio. Durch sie wird der vorgegebene Ausgangszustand der sogenannten Unio Naturalis aufgelöst. Die Unio Naturalis, das ist das gewöhnlich herrschende Vermischt- und Verklebtsein von Körper und Seele bzw. Geist. Die erste Stufe des Opus besteht also in der Trennung von Körper und Geist, in der Aufhebung des Zustandes des Naturalismus, in dem die Seele zunächst gefangen ist. Dies geschieht durch die Reinigung des Körpers in den höchsten Graden des Feuers, was nach der einen Seite eine Extraktion der Seele aus dem Körper bedeutet, nach der anderen eine Mortifikatio, einen Tod dieses Körpers selbst, der sozusagen leblos zurückbleibt, all dies natürlich figürlich verstanden. Was hier in dieser Alchemistensprache ausgedrückt wird, heißt, dass im Lauf einer analytischen Psychotherapie die Triangulierung sich zeigt, möglicherweise nachgeholt wird, erlebt wird an der Art, wie die Beschwerden geäußert werden, aufgenommen werden von Therapeut oder Therapeutin, wie überhaupt der Behandlungsplan ist, wie sich dieses Leiden auch auf das übrige Leben auswirkt. Und noch einmal Joyce McDougall, das Seelenleben beginnt mit einem Erlebnis des Verschmolzenseins, welches zu dem Phantasma führt, dass es für zwei Personen nur einen Körper und eine Psyche gibt, dass sie also eine untrennbare Einheit bilden. Und Jung hat in der Psychologie der Übertragung diese Holzschnitte verwendet. Und hier sehen Sie eben, wie zwei einen Körper haben verschmolzen sind und wie die Seele sich löst, also diese Extraktion, von der die Rede ist. Das heißt, die therapeutisch notwendige Differenzierung einsetzt, die wir eben brauchen, um psychosomatische Triangulierung zu fördern. Ich möchte nun versuchen, mit Hilfe des von mir gewählten jungianischen Zugangs das eingangs entfaltete
psychosomatische Probleme zu diskutieren. Und zunächst einmal in die Position darstellen, die Jung gegenüber dem vorherrschenden Naturalismus und Materialismus einnimmt. Und ich mache wieder eine kurze Pause, um zu schauen, ob es Fragen gibt. Ja, Frau Wiegel. Das ist komisch, ich berühre den Computer gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum der meine Seltsamen. Ja, ist nicht schlimm. Ich gehe also, einfach weiter. Ja, ist okay. Ich sehe halt ein blaues Händchen und denke, Sie wollten was sagen. Aber es ist okay. Gibt es weitere Fragen? Möglicherweise ist für Sie diese alchemistische Diktion, die manche jungianischen Autoren haben und Jung selber auch ab Ende der 20er Jahre hatte, ein bisschen ungewohnt. Aber ich denke, man kann schön die Übergänge sehen zu dem, was wir in einer nüchterneren Sprache als die Einheitswirklichkeit und die ursprüngliche psychosomatische Matrix nennen. Wir haben ja in unserer Einstellung zum psychosomatischen Problem meistens in der Medizin eine materialistische Einstellung. Und Jung beginnt nun eine seiner Äußerungen mit dem Eingeständnis, dass wir keine Ahnung haben. Die Unpopularität solchen Unterfangens, also das Unterfangen ist, den Geist eine Seelenlehre aufgrund des autonomen Geistes zu entwickeln, darf uns nicht schrecken, denn die Hypothese des Geistes ist nicht fantastischer als die des Stoffes. Da wir tatsächlich keine Ahnung haben, wie Psychisches aus Physischem hervorgehen kann und Psychisches doch irgendwie ist, so steht es uns frei, auch einmal das Umgekehrte anzunehmen. Also, dass Physisches aus Psychischem hervorgeht. Und dieses keine Ahnung haben erinnert mich an Dubois-Raymond, der sagt, in Bezug auf die Natur spricht er, ja, mit männlicher Entsagung heißt es hier ein Ignoramus, wir wissen es nicht, aber er sagt auch ein Ignorabimus, wir werden es nicht wissen. Also die Rätsel, die Natur Kraft und Bewusstsein ausmachen, die werden wir nicht lösen. So ein berühmtes Diktum aus dem 19. Jahrhundert. Und dieses wir werden es nicht lösen, das entspricht diesem wir haben keine Ahnung. Und deshalb sind diese beiden Hypothesen, Psychisches geht aus Physischem hervor oder Physisches aus Psychischem, für Jung gleichberechtigt. Auch wenn dieser Zugang zur Psychosomatik unpopulär ist, weil wir, wie gesagt, für gewöhnlich eine materialistische Hypothese haben, vor allem in der Medizin, und das Psychische höchstens dann ins Spiel kommt, wenn alles andere ausgeschlossen worden ist. Es gibt nun eine Reihe von Sackgassen, die ich mit Ihnen diskutieren möchte im Umgang mit dem psychosomatischen Problem. Und das erste ist der Holismus und die Ganzheitlichkeit. Das hört sich sehr gut an, ganzheitlich sein. Eigentlich möchte niemand nicht holistisch sein. Und doch verkennt dieses wohlklingende Motiv der Ganzheitlichkeit die Tragweite der psychosomatischen Triangulierung, wo es gerade um Differenzierung geht und nicht um verklebt sein, sondern um Auszug aus dieser Einheitswirklichkeit. Und ähnlich populär
wie diese Scheinlösungen der Ganzheitlichkeit sind sogenannte Körpertherapien. Jetzt will ich wirklich nichts sagen gegen Menschen, die Körpertherapie anbieten und viel Gutes tun. Aber auch wenn vieles davon also nützlich ist, wird der Wunsch nach Verstehen oft nicht eingelöst. Und dazu ein Zitat wiederum von Gigerich. Nämlich die Gefahr, dass es hier im Grunde um eine Biotechnik geht, keine Psychotherapie, ein technisches, gleichsam industriemäßiges Bearbeiten des Körpers, ein Andrehen und Warmlaufen lassen der Körpermaschinen, damit sie Gefühle und Fantasien produziert. Der Körper soll eben nicht nur mechanische Maschine oder physiologischer Organismus sein, sondern um das innere Erleben ergänzt werden, ja? Was ja von der Intention her total okay ist. Ja? Aber das Problem ist dieses mechanistische am Körpertherapieren innerhalb der Psychotherapie. Denn durch solche Verbesserung und Aufwertung der Körpermaschine wird das überwunden geglaubte Mechanische nur weiter ins Recht gesetzt. Ja, also man kann vielleicht auch sagen, es ist die Medizinalisierung der Psychotherapie, die plötzlich genauso mechanistisch sein will, wie die übrige Medizin, die Differenzierung von Körper haben und Leibsein verloren hat und sich eben nicht mehr von der Zwischenleiblichkeit leiten lässt. Ja? Sondern man hat einen Therapeut, der wie ein Klempner genau die Interventionen kennt und mit den Gefahren, die es eben auch in einer materialistischen Medizin gibt, dass zwar Gefühle irgendwie bearbeitet und produziert werden, aber der Psychotherapeut zum Seelenklempner wird. Eine weitere Scheinlösung, klang schon an, ist die Ausschlussdiagnostik. Also dass ich sage, ja, wenn ich alle Untersuchungen gemacht habe, die man so machen kann und sie auch nochmal wiederholt habe, mindestens einmal, dann wird es wohl etwas Psychosomatisches sein. Häufiger sind in der Medizin die anderen Fehler, also dass zu viel Diagnostik gemacht wird. Ja, aber es ist auch eben ein Fehler, dass wir uns allein auf die Ausschlussdiagnostik stützen und stürzen und dadurch nicht in diesen psychosomatischen Dialog mit dem Patienten hineinkommen, der teilweise die Sprache der Medizin spricht. Die Patienten passen sich an und reden kardiologisch mit den Kardiologen und dermatologisch mit den Hautärzten und eben auch teilweise psychotherapeutisch mit uns Psychotherapeuten. Aber diesen Raum zu öffnen und nicht auszuschließen, sondern einzuschließen, ist so entscheidend. Es ist sehr populär auszuschließen, weil das Sicherheit vermittelt, Patienten und Behandler davor bewahrt, sagen wir mal im Extremfall einen Hirntumor-Patienten auf die Couch zu legen. Solche Fehler sind nicht häufig, aber es gibt sie. Aber das größere Problem, auch zahlenmäßig größere Problem, ist, dass sich Begnügen mit negativen somatischen Diagnosen anstatt positive psychosomatische zu stellen. Und dieser Ausschluss hat auch eine Diskursdynamik. Diskurs nach Michel Foucault ist ja ein nicht nur Kommunikationszusammenhang, sondern auch Beziehungszusammenhang, in dem Macht ausgeübt wird. Und durch Nichterwähnen und Weglassen von psychosomatischen Inhalten, wie das Frau Schimack im psychosomatischen, nicht psychosomatischen, sondern allgemein in Lehrbüchern der Medizin gefunden hat, werden ganze Bereiche des Lebens ausgegrenzt. Ja, es wird dann gesagt, ja, das ist nur subjektiv. Die Patienten sind unangenehm, komisch, fordernd, wollen irgendwie was anderes als wir. Psychotherapie wird nicht anerkannt als eine Behandlung oder anderen, sondern wird irgendwie mit Diät und Klima und Badekuchen gleichgesetzt. Und es kommt zu Brüchen im Diskurs, in dem zum Beispiel eine mögliche
Psychogenie, Psychogenese erwähnt wird, aber daraus keine therapeutischen Konsequenzen folgen oder aber der Patient abgeschoben wird, was gerade für Menschen, die in irgendeiner Weise psychosomatisch leiden, das Allerschlimmste ist. Sie wollen eben, nehmen wir mal an, Sie haben einen chronischen orofazialen Schmerz, den der Zahnarzt nicht behandeln kann, weil der Zahnarzt will den Zahn ziehen und dann ist der Schmerz erledigt. Chronischer Schmerz weiß der Zahnarzt meist nicht, damit umzugehen. Und da ist es so wichtig, dass der Zahnarzt und der Psychotherapeut dem Patienten zur Verfügung stehen. Also dass da nicht gespalten wird, sondern dass es immer der Patient bei dem Arzt oder Zahnarzt bleibt, bei dem er ursprünglich gewesen ist, gleichzeitig eine Mitbehandlung möglich ist. Also dieses Triangulierende muss sich auch in der Zusammenarbeit der verschiedenen therapeutischen Professionen zeigen. Und ich habe schon mehrfach gesagt, wie verhängnisvoll auch unter einem Beziehungsaspekt die Ausschlussdiagnostik sein kann. Nun, eine weitere Scheinlösung ist das Naturalisieren, auch eine ganz populäre Sackgasse. Wir bemühen uns, möglichst zu objektivieren, die Beschwerden auf körperlich begründbare Krankheitsbilder zurückzuführen. Und das entspricht auch unserer ganz frühen protomentalen Erfahrung, ja, dass wir aus dem Empfinden herauskommen. Und deshalb sieht diese Strategie des Naturalisierens psychischer und psychosomatischer Probleme etwas Richtiges. Aber sie bleibt eben gewissermaßen stecken und trianguliert zu wenig. Und genauso ist es mit dem Kausalbedürfnis von Ärzten und Patienten. Eugen Bleuler geißelte das als das autistisch undisziplinierte Denken in der Medizin. Und hier hat Jung einen ganz eigenen Zugang entwickelt. Er nennt das Synchronizität. Das heißt, zwei Phänomene können nebeneinander stehen, ohne dass sie kausal verknüpft sind, so wie die klassische Physik Kausalität verstanden hat. Es kann einen Sinnzusammenhang geben, dort, und zwar immer aus der ersten Personenperspektive heraus, also aus der Perspektive des Subjektes heraus, den man zwar nicht beweisen kann, der aber der betreffenden Person, dem Patienten, der Patientin hilft, die eigenen Beschwerden einzuordnen in die Biografie. Vorletzte Scheinlösung, vorletzte Sackgasse ist das Psychologisieren. Oder auch der Panpsychismus, so sagt Küchenhoff über diese Tendenz. Da wird oft dem Patienten Unrecht getan, indem man eine vollständige Übersetzung von körperlichen Beschwerden in Seelisches versucht. Ein therapeutisches Symbolisieren und Mentalisieren ist eben etwas ganz anderes. Die somatische Dimension wird nicht wegerklärt. Die Metaphern, die vom einen zum anderen geht, also wenn ich versuche zu verstehen, was ein körperliches Symptom wohl meint, ist es nie eine vollständige Übersetzung, nie eine vollständige Problemlösung. Und damit hängt zusammen die letzte Scheinlösung, nämlich diese Spaltung der drei Perspektiven. Also ich bleibe nur in der dritten Personenperspektive. Ich beschreibe, messe, objektiviere und das, was der Patient sagt, ist mir gewissermaßen egal. Oder aber ich bin nur bei der Beschwerdeschilderung und sehe überhaupt nicht, was da an biologischen Befunden da ist. Also ich kann es nicht zusammenbringen. Und dieses Zusammenbringen ist die Kunst des Therapeuten, der Therapeutin in der Psychosomatik, eben eine zweite Personenperspektive einzunehmen, eine dialogische. Nun, Jung hat sich recht viel mit dem psychosomatischen Problem beschäftigt. Hier nur ein kleiner Auszug aus dem achten Band. Der hervorgehobene Text, der Konflikt zwischen physischem und geistigem Aspekt beweist nur,
dass das Psychische ein in letzter Linie unerfassbares Etwas ist. Zweifellos ist es unsere einzige unmittelbare Erfahrung. Alles, was ich erfahre, ist psychisch. Selbst der physische Schmerz ist ein psychisches Abbild, das ich erfahre. Alle meine Sinnesempfindungen, die mir eine Welt von raumerfüllenden, undurchdringlichen Dingen aufzwingen, sind psychische Bilder, die einzig meine unmittelbare Erfahrung darstellen, denn sie allein sind es, die mein Bewusstsein zum unmittelbaren Objekt hat. Jetzt muss ich gerade mal meine Empfindungsfunktion wieder aufrufen und schauen, ob Sie noch die Folien sehen können. Ich schaue mal in Ihr Feld hinein. Wieder keine Folien. Ja, sorry. Also ich muss Zoom noch besser lernen. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu lang gewesen, dass wir folienlos waren. Also, ich komme wieder. So, Moment. So. Und da gibt es auch noch eine Frage. Ja. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich da teilweise das nicht gecheckt habe. Ich kann Ihnen aber die Folien nachliefern. Ja. Ja, das, was Sie jetzt sehen, entspricht wieder der ganz frühen Erfahrung, die eben eine psychische ist. Also diese Empfindung, die ursprüngliche, sowohl introvertierte als extrovertierte Empfindung, mit Hermann Schmitz gesprochen, das Auftauchen von Leibesinseln. Also da ist plötzlich etwas, wo mir etwas vom eigenen Leib klar wird. Das taucht wie eine Insel auf, wie eine Enge, wie eine Weite und kann dann auch wieder verschwinden. Und da sagt Jung, das sind psychische Bilder. Ja? Also dieser Schmerz als ein ganz frühes seelisches Bild. Und das ist für Jung eben das Allerrealste. Die Gefahr ist nämlich, dass es ansonsten zu einer Spaltung kommt zwischen Psyche und Soma, eben zu einer misslungenen Triangulierung oder dieses Dritte des Symbols, zu dem hin wir unterwegs sind, nicht gefunden werden kann. Zum Symbol sagt Jung, dass es eine transzendente Funktion hat. Das heißt, im Symbol ist eine Gegensatzspannung, die über die das Symbol hinausweist. Also ich habe plötzlich einen seelischen Schlüssel für das, was mir widerfährt. Ich denke an einen Angstpatienten, der sehr lange geklagt hat über soziale Phobien, und das war auch sehr, sehr somatisiert und mit herzphobischen Beschwerden verknüpft, und der immer wieder eine medikamentöse Behandlung wollte, die ich aber nicht für indiziert hielt. Und irgendwann kam er in eine Analysestunde und sagt, ich lasse mir immer neue Beschwerden einfallen. Und das sagt er mit einem Grinsen. Ja, also er merkte plötzlich, aha, diese Beschwerden, die haben etwas mit mir und meiner Geschichte zu tun. Und dann konnte er sie mit diesem Ausdruck, ich lasse mir immer neue Beschwerden einfallen, symbolisieren. Ja, es geht darum, dass wir innerhalb des psychosomatischen Problems die Psyche und das Soma auch
differenzieren. Und das haben wir sehr schön in dem Briefwechsel Freuds mit Georg Grodek, einem Arzt, der ein ganz frühes psychosomatisches Sanatorium in Baden-Baden hatte. Und Freud sagt ihm also im ersten Absatz, es scheint mir etwas mutwillig, die Natur durchwegs zu beseelen, wie sie radikal, ebenso mutwillig die Natur durchwegs zu beseelen, wie sie radikal zu entgeistern, lassen wir doch ihre großartige Mannigfaltigkeit, die vom Unbelebten zum Organischen Belebten, vom körperlich Lebenden zum Seelischen aufsteigt. Gewiss ist das Unbewusste die richtige Vermittlung zwischen dem Körperlichen und dem Seelischen, vielleicht das lang entbehrte Missing Link. Aber weil wir das endlich gesehen haben, sollen wir darum nicht anderes mehr sehen können. Ja, also Freud hält an einer gewissen Dualität von Psyche und Soma fest. Und das ist eben auch diese Drehtür, in der sich Arzt oder Psychotherapeut befindet, dass wir hin und her wechseln von diesen beiden Räumen. Und bevor ich jetzt zur Zusammenfassung komme, schaue ich nochmal, ob es Fragen gibt. Sie können entweder was schreiben oder virtuell die Hand heben. Okay, dann setze ich erstmal zum Finale an und Sie behalten die Fragen im Sinn und ich gebe Ihnen in den letzten paar Minuten nochmal gerne das Wort. So, jetzt muss ich wieder schauen, wie ich das teile, damit Sie die Folien sehen. Bildschirm freigeben, ja. Zack. Ja, die Frage ist, wie kann das psychosomatische Problem im psychotherapeutischen Dialog so aufgegriffen werden, dass sich hilfreiche Symbole konstellieren? Also Symbole, die Sprache ermöglichen, auch nonverbale Verständigung, Triangulierung ermöglichen, die so einen Common Ground zwischen Therapeut, Therapeutin und Patient, Patientin eröffnen. Also dass es nicht ein Kampf des einen gegen den anderen wird oder des einen Modells gegen das andere, sondern dass wir möglichst eine gemeinsame Vision auch bekommen auf die Entwicklung. Und das scheint mir recht gut gelungen in diesem wahrscheinlichkeitstheoretischen Modell des Predictive Processings. Predictive Processing bedeutet, dass ich jederzeit auch jetzt eine Fülle von Informationen aus meinem Organismus prozessiere und auch vorhersage, wie es mir gleich gehen wird. Ja, also wie ich zum Beispiel auf eine Anspannung reagiere oder wie ich mit Hunger umgehe oder mit Nahrung oder mit Begegnung und so weiter. Also ich habe permanent eine solche Simulation hier in grün, die besteht aus früheren Erfahrungen, weil ich zu einem ganz großen Teil mich stützen kann, beispielsweise beim Gebrauch meiner Muskeln auf Bewegungsmuster, die mir eben zur Verfügung stehen. Und wenn dann irgendwie ein Hindernis kommt,
kann ich das korrigieren, damit ich nicht stolpere oder hinfalle. Aber normalerweise gehe ich von diesen Priors aus und die Simulation erschließt eben oder integriert sowohl diese Vorerfahrung als auch die jetzige Entrozeption, also die jetzige Wahrnehmung all dieser Signale, weitgehend unbewusst, die mir da vom Inneren her entgegenkommen. So, und jetzt das Symptom ist ein sogenannter Vorhersagefehler. Das heißt, plötzlich stimmt was nicht. Also ich merke, Leibesinsel taucht auf in der Magengegend, Magenschmerz. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und hier im Schema angedeutet, es gibt diese Active Inference. Das heißt, ich priorisiere die Priors gegenüber der Current Sensation. Ich nehme zum Beispiel ein Mittel gegen die Magenübersäuerung. Ich ändere mein Verhalten. Ich bewege mich, damit der Schmerz weggeht, was auch immer. Also das wären Verhaltensweisen. Oder aber ich reduziere diesen Prediction Error, also dieses Symptom, deshalb hier diese kleine Denkblase, dadurch, dass ich wahrnehme, aber mich distanziere, ja, zum Beispiel ein Entspannungstraining mache oder meditiere oder reflektiere oder was auch immer. Das Schöne an diesem Modell ist, dass es eine gemeinsame Sprache zwischen Behandler und Patient ermöglicht, was Peter Henningsen als die ökumenische Sprache zwischen Patient und Behandler bezeichnet. Der psychosomatische Behandlungsdialog sollte nicht auf die Ausschlussdiagnostik fokussieren, sondern auf die Simultandiagnostik, also möglichst die verschiedenen Informationsquellen, die mir da auf beiden Seiten der Drehtür zur Verfügung stellen, beherzigen. Und ein tragfähiges Krankheitstherapie- und Gesundheitsmodell miteinander aushandeln. Nicht gleich in der ersten Stunde, aber als Therapieziel. Differenzierung und Triangulierung sind deshalb so entscheidend, damit ich eine falsche Ganzheitlichkeit im Sinne einer Trennungsintoleranz vermeide. Und der Therapeut ist, die Therapeutin ist mütterlich, in dem Sinne, dass protomentale Beta-Elemente in Alpha-Elemente umgewandelt werden und der transzendenten Funktion des Symbols Raum eingeräumt wird, also diesen dritten jenseits von Psyche und Soma. So, das war es jetzt, was ich Ihnen sagen wollte. Und jetzt bitte ich Sie, die letzten 7 Minuten zu verwenden für die Diskussion oder für Fragen, was Sie gern vertieft haben wollen.